Du spielst Rollenspiele und heute zeige ich dir, wie dir ein paar Wörter dabei helfen, darin besser zu werden. Es gibt Systeme und Regeln und Mechaniken und Welten und Völker und fantastische Zaubersprüche und all das ist nichts wert, solange nicht ein paar Leute an einem Tisch zusammenkommen und ein Gespräch führen. Denn das ist die Hauptmechanik und der Motor eines jeden Rollenspiels. Egal, ob du D&D spielst oder DSA oder Fiasco oder Kids on Bikes, es ist völlig egal, denn jedes Rollenspiel braucht Gespräche, entsteht im Gespräch, ist durch Gespräche angetrieben. Das Gespräch und Sprache sind sozusagen der Motor eines jeden Rollenspielsystems. Und gleichzeitig ist nichts in einem Spiel real, solange nicht irgendwer am Tisch es ausspricht. Gleichzeitig bedeutet das aber auch, dass du einfach, indem du etwas sagst, damit Realität in die Welt bringst. Und das ist eigentlich das Coolste an Rollenspielen, hat aber den kleinen Nachteil, dass man sich fragt, ja, aber was sage ich jetzt? In diesem ersten Video dieser neuen Reihe gebe ich dir einen Tipp, wie du dir ganz einfach eine kleine Rettungsleine vorbereitest, falls du mal wieder nicht genau weißt, was du in einer Situation sagen möchtest, oder was dein Charakter in dieser Situation tun würde. Und was dir dabei hilft, ist aktive Sprache. Aktive Sprache. Was meine ich damit? Wenn Sprache oder das Gespräch der Motor eines Rollenspiels ist, ist jedes hätte, sollte, würde, könnte ein kleines Stottern im Getriebe. Jedes Mal, wenn eine Person am Tisch eines dieser Wörter benutzt oder auch ein vielleicht benutzt oder ein eventuell benutzt, kommt die Geschichte ein bisschen ins Stehen und wird langsamer. Und wenn alle am Tisch nur sagen, was sie tun könnten und würden oder müssten, dann steht alles. Denn Modalverben, und das sind Modalverben, sind Verben, die eine Möglichkeit ausdrücken. Ich könnte dorthin gehen oder vielleicht steige ich aufs Dach. Solange ihr nur darüber redet, wird nichts passieren, die Geschichte geht nicht voran und du kennst das vielleicht auch, wenn du schon ein paar Sitzungen gespielt hast. Das ist nicht unbedingt das Spannendste. Manchmal redet man 40 Minuten über etwas, was dann 3 Minuten abgehandelt wird und komplett anders läuft, als man es eigentlich geplant hat. Und diese 40 Minuten kriegt ihr nicht wieder. Mein erster Tipp heute ist also, versucht diese Verben, also Modalverben, komplett zu vermeiden. Ich kenne das selber sehr gut, ich spiele auch in einer Rollenspielrunde auf Twitch und ich spiele auch mit sehr viel Würde. Ich würde das tun, ich würde darüber gehen, ich würde die Tür eintreten und so weiter und so fort. Dabei könntest du einfach sagen, ich trete die Tür ein, ich haue den Vampir in Stücke, ich zünde das Feuer an. Das gibt dir viel mehr Aussagekraft in dem, was du tust. Und das bringt automatisch auch die Handlung weiter. Denn jede Handlung erzeugt im Zweifel eine Reaktion, entweder durch die Spielleitung oder durch die restliche Gruppe. Zusätzlich zu den Modalverben kannst du auch eventuell, möglicherweise, vielleicht, so gut es geht, vermeiden. Im Grunde lädt das nur dazu ein, nicht die Handlung voranzutreiben, sondern in dieser vagen Phase des Spiels zu bleiben, wo noch nichts passiert ist und dementsprechend auch noch nichts schiefgegangen ist. Das, was aber Spaß macht an Rollenspielen, ist genau das, dass etwas passiert und vielleicht auch schief geht. Wenn du also bemerkst, dass deine Gruppe Sachen sagt wie, vielleicht machen wir das Feuer vor dem Haus, möglicherweise können wir durch den Kamin reinkommen. Unter Umständen könnte ich diesen Zauber nutzen, um das Fenster zu zerstören. Dann sag, ich tue das und bring die Handlung ins Rollen. Denn genau das ist es, was im Grunde alle wollen, aber niemand traut sich, seine Idee wirklich umzusetzen. Wie gelingt dir das? Mit aktiver Sprache. Was sind die aktivsten Worte, die es gibt?
Richtig, Verben. Aber eben nicht Modalverben, sondern gute und starke, aussagekräftige Verben. Und mein nächster Tipp an dich ist, schreib dir ein paar Verben auf, die deinen Charakter am besten beschreiben. Die die Handlungen, die zu deinem Charakter passen, besser ausformulieren. Ich habe in einem meiner vorherigen Videos schon mal darauf hingewiesen, wie ich Charaktere erstelle und wie mir Verben dabei helfen. Und ich werde das hier oder da oben irgendwo verlinken. Aber heute habe ich noch einen weiteren Tipp für dich, wie dir aktive Sprache dabei hilft, eben diese Rettungsleine da zu haben, falls dir mal nicht einfallen sollte, was du sagen oder tun solltest. Diese Rettungsleine besteht aus zwei Elementen. Die erste bezieht sich auf dich und auf deinen Charakter. Schreib dir Synonyme, und zwar zwei oder drei Synonyme, für die folgenden vier Verben auf. Gehen, sagen, gucken, angreifen. Jetzt findest du für diese vier Verben jeweils zwei oder drei Alternativen, die zu deinem Charakter passen, spezifisch auf deinen Charakter zugeschnitten sozusagen. Es ist ein riesiger Unterschied, ob ich sage, ich gehe zu ihr hin, oder wenn ich sage, ich stolziere auf sie zu. Du merkst, dass das ein ganz anderer Charakter ist. Du zeichnest damit ein Bild und genau darum geht es. Du gibst allen Leuten am Tisch, deiner Gruppe, aber auch deiner Spielleitung, ein Verständnis davon, was dein Charakter eigentlich für eine Person ist. Und das sollte dein Ziel sein. Das ist auch das, was Rollenspiel besonders spannend macht. Damit hast du automatisch eine kleine Liste, die dir dabei hilft, dich und deinen Charakter in die Handlung einzubringen. Mit Aktivitäten. Ganz aktiv und den Spielfluss vorantreibend. Und das wird auch deiner Gruppe gefallen, denn die zweite Hälfte dieses Tipps oder dieser Rettungsleine ist, dass du dir auch Verben für deine Gruppe überlegst. Sprich jemanden in deiner Gruppe direkt mit Charakternamen an und gib ihr was zu tun. Sag, ey, Räuberleiter, sofort! Und beschreib, wie du auf sie zurennst und warte ihre Reaktion ab. Damit beziehst du deine Mitspielerin direkt in das Geschehen ein, gibst eine Aktion vor und hast dann auch noch die seit 5 Minuten tobende Diskussion, wie jetzt über diese Mauer rüberzukommen ist, mit einer Handlung weitergeführt. Wenn dein Charakter aber eher schüchtern ist, dann kannst du auch sagen, ich packe mir Kavar, ziehe ihn vor mich und versuche mich vor dieser Unterhaltung wegzuducken. Und deine Gruppe wird erfahren, oh, so wirklich wichtige Gespräche sind nicht so dein Ding. Und du hast einer anderen Person am Spieltisch Spotlight übergeben und gesagt, hey, übernimm du das doch, du kannst das eh besser. Selbst in so einer Handlung, wo du dich zurücknimmst, gestaltest du die Handlung mit und gibst anderen Leuten am Spieltisch etwas aktiv zu tun. Und das sollte immer dein Ziel sein. Und aktive Verben oder aktive Sprache helfen dir ungemein dabei, genau diese Situation hervorzurufen. Um deine Rettungsleine jetzt aber fertigzustellen, machst du das Gleiche, was du gerade eben für deinen Charakter gemacht hast, nochmal für deine Gruppe. Schreib dir für jede Person in deiner Gruppe 2 oder 3 Verben auf, die die Interaktion zwischen deinem Charakter und ihrem Charakter ein wenig besser beschreibt. Welche Handlungen vollziehst du am ehesten im Kontext mit dieser Person? Hilfst du dieser Person? Unterstützt du diese Person bei ihrem Versuch, ihren Glauben in die Welt zu tragen? Oder konkurrierst du mit der Person und wetteiferst mit ihr und versuchst immer einen Tick schneller, besser oder stärker zu sein? Jedes Mal, wenn du jetzt also nicht weißt, was du machen sollst oder die Gruppe gerade ein bisschen stagniert und eine Aktion jetzt gerade richtig gut tun würde, dann schaust du auf deine Liste und siehst, ah okay, hier steht ja, dass ich einen riesigen Spaß daran habe, Aratan zu erschrecken. Also überlegst du, wie du in eine Position kommen kannst, dass du hinter ihm stehst und auf einmal dein Messer unter seine Kehle setzt, nur um ein bisschen die Situation aufzulockern unter Freunden, ganz normal. Warum sollte man das nicht tun?
Das war auch schon das erste Video dieser kleinen Reihe, extra für alle SpielerInnen von Rollenspielen, aber natürlich auch für alle SpielleiterInnen. Und wenn du als Spielleitung dieses Video gesehen hast, denk daran, du kannst deiner Gruppe auch diesen Raum geben, um diese Rettungsleine zu gestalten, vielleicht in einer Session Zero oder in eurer nächsten Spielsitzung. Schick ihnen dieses Video. Wenn dir dieses Video gefallen hat und falls du das nächste Video in dieser Reihe nicht verpassen möchtest, klick unbedingt auf Abonnieren und auf die Glocke, damit du die Benachrichtigung bekommst. Das nächste Video ist wieder ein kleiner sprachlicher Kniff und da geht es um die unendliche Zauberkraft, die Fragen innehaben. Sei gespannt. Ich freue mich auf alle Kommentare und jedes Feedback, was ihr mir hinterlasst. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.